Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, meine Lieben. Es ist Nacht, es ist ganz anders heute und wir hatten jetzt einen wahnsinnigen Sternschnuppenregen. Und es fallen immer noch Sternschnuppen vom Himmel. Und heute möchte ich einfach mal schauen, was habt ihr euch denn gewünscht? Was für Wunder dürfen jetzt in euer Leben kommen? Und wir wollen mal gucken, was die Karten dazu sagen. Wir fragen zuerst mal das Engeltarot. Was soll hier kommen? Was hast du dir gewünscht? Denke noch einmal darüber nach. Denke noch mal über deinen Wunsch nach, was du dir gewünscht hast. Denn hier soll was kommen, wo die Engel dir sagen, na, überleg noch mal. Machst noch eine Kurskorrektur? Mal sehen, ob wir noch was dazu bekommen. Ich möchte mal gerne wissen, was wir noch dazu bekommen. Und du sollst sehr positiv bleiben. Das ist sehr schön. Und es liegt ganz an dir. Hier liegt alles ganz an dir. Hol deine Faszination raus. Es liegt alles an dir. Ja, es geht ja darum, was hast du dir gewünscht? Oder es sind ja immer noch Sternschnuppennächte. Wir werden jetzt keine sehen, ne? Aber heute ist ein bisschen bewölkt. Aber es ist doch toll. So draußen in der Natur werde ich jetzt viel öfters machen, weil ich das fantastisch finde. Und das erdet auch. Ja? Wir sind verbunden. Und diese Verbundenheit zu spüren, ist so schön. Und guckt in den Himmel. Es fallen immer noch welche. Und überlegt genau, was ihr euch wünscht. Überlegt genau, was ihr euch wünscht. Und das ist ja das. Was sagt uns, wir haben ja heute mehrere, und ich will jetzt mal gucken, die Magie beginnt in dir. Das wollten wir nicht. Ja, ihr seht, ich habe einen ganzen Packen hier für euch geholt. Ich möchte jetzt mal gern wissen, ich habe hier das Orakel der Energien. Was für eine Energie wird euch mitgesendet? Auf was müsst ihr achten oder sollt ihr achten? Die werde ich nochmal mischen, weil ich die erst rausgenommen habe. Und jetzt wollen wir mal gucken, was für eine Energie begleitet euch bei eurem fantastischen Wunsch. Welches Wunder soll hier entstehen? Welches Wunder? Ich möchte wissen, welches Wunder hier kommt. Was haben wir denn? Wir haben eine große Symphonie. Meine Süßen, hier beginnt was Großes. Das ist nichts Kleines. Deswegen denk genau drüber nach. Hast du dir was Kleines gewünscht? Korrigier's. Wünsch dir Großes. Hier soll was Großes beginnen. Eine Symphonie, weißt du? Hier eine Symphonie, das ist nicht nur was Kurzzeitiges. Das ist was Langfristiges. Die geht auch länger. Und hier soll was Gutes, Langes entstehen. Und das finde ich fantastisch. Eine schöne Energie. Meine Süßen, eine schöne Energie. Und jetzt fragen wir natürlich nochmal, die Magie beginnt in dir, das ist der Merlin, unser lieber Merlin. Was sagt der dazu? Das ist ja spannend. Ich finde das fantastisch. Gerade diese, weißt du, das ist so, man hat ja ein Glücksgefühl, ne? Man sieht sowas und hat ein Glücksgefühl. Und manchmal kann man im ersten Moment gar nicht überlegen, was wünscht man sich überhaupt, ja? Und das ist es ja. Hey, fantastisch. Die weiße Dame. Träume, Eingebungen. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Feenzauber begleitet dich, unterstützt, segnet dein Vorhaben. Öffne dich für die zarte, sanfte Frequenz deiner Seele und lausche der leisen Stimme deines Herzens. Ist das nicht fantastisch? Achtet auf eure Träume. Fantastisch. Und dann haben wir die Libelle. Ich hatte heute einige Libellen hier rumschwirren. Ich habe dort einen Teich, da schwirrten die rum. Was sagt die Libelle? Weltenwechsel. Der kleine Feendrache zeigt dir an, um dich in dein Herz zu führen. Hier geht es ganz viel ums Herz. Ganz, ganz viel ums Herz. Liebe ist der Weg. Liebe ist die Wahrheit. Auf welchem Pfad du auch immer wanderst, höre auf dein Herz, folge deinem Gefühl. Hier geht es ganz, ganz viel ums Gefühl, ums Herz. Was hast du dir gewünscht? Hast du dir eine Million gewünscht? Wie wäre es mal, wenn du dir erstmal Liebe wünschst? Ja? Fülle soll in dein Leben kommen. Fülle. Und dann kann der Rest auch folgen, ja? Aber hier geht es um die Liebe. Und wenn du dir die Liebe gewünscht hast, dann wünsch dir eine richtig große Liebe. Und nicht eine kleine Liebe, ja? Eine große Liebe. Das ist viel wichtiger. Liebe. Zuneigung. Wenn du wahrhaft liebst, betrachtest du dein Gegenüber aus den Augen deines Herzens. Und das wirst du tun. Du wirst dich hier öffnen, es liegt ganz an dir. Hier kann was ganz Zauberhaftes in dein Leben treten. Und du wirst total begeistert sein. Und hier beginnt etwas Großes. Dein Wunsch sagt, hier beginnt etwas Großes. Es ist göttliches Timing. Göttliches Timing bestimmt hier dein Liebesleben und es ist des Wartens wert.
Ja, also das ist von oben geführt. Öffne dich, wünsch dir nur das Beste für dich. Und hier folgen Gespräche von Herz zu Herz. Du wirst hier Begegnungen haben und ihr werdet ehrlich miteinander sprechen über eure Gefühle und du wirst deine Gefühle genauso zum Ausdruck bringen. Das finde ich klasse. Das finde ich fantastisch. Auf was sollt ihr noch achten? Auf was sollt ihr achten? Wir fragen jetzt nur, auf was ihr achten sollt, ja? Auf was sollt ihr achten? Auf was sollt ihr achten? Diese Win-Win-Situation, dieses Risiko, was ihr eingeht, das ist eine Herausforderung für euch. Liebe ist eine Herausforderung. Aber die Liebe soll kommen. Und ihr werdet hier diese Herausforderung überwinden. Weil hier kommt unser schöner, unser kleiner Adonis. Er sieht doch schnucklig aus, oder? Ja. Und den werdet ihr noch nicht kennen. Da gibt es noch Geheimnisse. Und wenn ihr ihn schon kennt, dann wisst ihr noch nicht alles. Ihr wisst nicht, wann ihr ihm begegnen werdet. Und das ist fantastisch. Das Buch hat sich noch nicht geöffnet. Und das Buch trägt noch so viele Geheimnisse in sich, dass manchmal das ein bisschen unheimlich ist. Ihr dürft euch aber darauf einlassen. Das finde ich fantastisch. Hier kommt es zu Gesprächen. Und man ist vielleicht auch innerlich hin und her gerissen. Aber das Herz wird hier die Oberhand übernehmen. Hier geht es um ganz viel Liebe. Ihr werdet es beobachten. Achtet darauf. Ja. Guckt euch an, wie der Weg geht. Und ihr werdet darauf achten. Ja. Und nehmt nicht alles so intensiv unter die Lupe. Ja. Weil das ist so, ne, ihr habt schon wieder Angst vor Konkurrenz und dadurch macht euch das unsicher. Deswegen sage ich, auf was sollt ihr achten? Wir machen einen Präg. Hier kommt das Glück. Was wollt ihr mehr? Ihr seid gefallen und das Glück. Hier kommt das Glück ins Haus. Ihr müsst nicht die Angst haben und die Unterkarte ist der Reiter. Schnelle Energie. Der kleine Ferrari wird sich auf den Weg machen. Ihr werdet hier schnell eine Begegnung haben. Und ihr werdet hier positive Nachrichten haben. Das Glück ist dabei. Und all eure Sorgen und Bedenken sollt ihr hinter euch lassen. Ihr sollt nicht gucken, ob da Konkurrenz ist, ob da irgendwas ist. Es ist eine Herausforderung. Aber diese Herausforderung, wie sagt man hier, wenn du wahrhaft liebst, ja, betrachtest du dein Gegenüber aus den Augen deines Herzens. Ihr habt euch vielleicht die Wunscherfüllung, es ist die Unterkarte, der Wunschbrunnen. Ihr habt euch was Wundervolles gewünscht. Und dieses Wundervolle soll in euer Leben kommen. Und wenn ihr euch noch nichts gewünscht habt, dann schaut mal da hoch des Abends. Und wenn die Sternschnuppe kommt, dann glaubt groß, denkt an Wunder. Hier beginnt was ganz Großes für euch. Wenn ihr daran glaubt und wenn ihr festhaltet und wenn ihr alles mit den Augen der Liebe betrachtet. Ich finde das so schöne Energien, so. Oh, ja, das ist so fantastisch. Was will das Tarot euch noch dazu sagen? Huch, ich muss immer erst gucken hier. Das Tarot. Was sagt das Tarot euch noch dazu? Was will euch das Tarot dazu sagen, was jetzt mit diesen Sternschnuppennächten für Wunder in euer Leben kommen? Ja, das erste Wunder ist, ihr kommt Sturmsturz. Und wisst ihr, warum der kommt? Weil alles stagniert hat. Ihr wünscht euch ja nicht umsonst was. Wenn man da hochguckt und sich was wünscht, dann ist irgendwas, was nagt, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Und vielleicht habt ihr euch ganz, ganz viel Liebe gewünscht. Und hier soll was geschickt werden. Und der Turm, hier passiert erstens was plötzlich. Ja, das muss ich euch dazu sagen. Es ist nicht immer nur das, was einkracht. Aber hier passiert was plötzlich. Und ich sag mal so, diese Verdrossenheit, die führt der Kelche, die geht zu Ende. Diese Verdrossenheit, ah, das klappt eh nicht und das nicht. Es geht hier nur um die Liebe, kann ich euch sagen. Und wenn es um andere Dinge geht, ich sag so, wenn ihr euch irgendwas gewünscht habt, beruflich oder so, ja, dann denkt nochmal drüber nach. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Ihr habt zu klein gedacht. Ihr habt nicht die großen Dimensionen gesehen, weil ihr sollt eine große Symphonie kriegen, ja? Und ihr sollt auf eure Träume achten und ihr sollt alles mit der Stimme, mit dem Herzen betrachten. Das ist so wichtig. Hier kommt Positives auf euch zu. Und der Liebe ist das fantastisch, ja? Das geht zu Ende, die vierte Kelche. Ja, diese Verdrossenheit, dieses, ah, ich weiß nicht, das ist nichts für mich und das nicht. Ja, der ist schon eine Nummer, der hier kommt, der Herrscher. Ja, der stellt schon was dar. Und der ist schon was, wo du emporgucken kannst, ja. Und das ist was Faszinierendes. Aber der hat eine Struktur, der hat eine Klarheit, der geht vorwärts. Und der hat sich auch schon was aufgebaut, der kann euch mitnehmen. Und mit dem könnt ihr eine schöne Zukunft. Und ich sag mal so, man ordnet ja immer bestimmte Sternzeichen zu, aber ich will das Sternzeichen gar nicht so auswerten heute hier, weil die Energien sind einfach so schön. Und da jetzt zu sagen, das ist der, das kann jeder sein. Das kann jeder sein. Ja? Und der Eremit,
Der Eremit sagt mir, denk noch mal drüber nach, was du dir gewünscht hast. Du wirst den richtigen Weg finden. Ja, geh mal kurz in dich. Und dann weißt du ganz genau, wo du korrigieren musst. Und der Magier. Tja, das ist Magie. Und wie sage ich immer so schön, ja, vier der Stäbe, also heiraten. Hier geht es um was ganz Großes. Und wie sage ich immer so schön, der Magier? Magie, ja, guck da hoch. Wunder können in dein Leben kommen. Die Magie der Sterne, die Magie des Abends, die Magie der Natur. Verbinde dich, ja, und glaube auch daran, der Magier lässt immer etwas Neues entstehen. Und dieses Neue will zu dir kommen, etwas Großes, etwas Wundervolles. Wünsch dir das Richtige, damit diese Wunder kommen können. Meine Lieben, ihr habt fantastische Energien. Es gefällt mir wirklich, also das ist fantastisch. So, und jetzt wollen wir noch mal gucken, dass wir noch eine schöne Affirmation für euch bekommen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, was wir haben. Mhm. Diese kleinen, was wollen die? Achso, wir haben noch nicht die Herzorakel, die müssen wir natürlich auch noch nehmen. Ihr wisst ja, bei sowas nehme ich immer alles so, dass wir von allen mal sehen, was da ist. Jetzt kommen schon die kleinen Mücken und Fliegen, meine Süßen. Ja. Man denkt zu viel und tanzt zu wenig. Tanz mal wieder. Hab mal wieder Freude in dein Leben und geh raus aus dem Gedankengut. Zuneigung, du sollst mit der Liebe alles betrachten und du sollst das nicht mit anderen Gedanken betrachten. Und das finde ich fantastisch. So, und jetzt fragen wir noch die Herzorakel, was die euch sagen wollen, die kleinen Herzorakel. Was wollen die euch sagen? Was kann diese Sternschnuppenzeit jetzt mit euch bringen? Habe ich nicht gesagt, des Wortens wert? Göttliches Timing? Heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Das ist von oben geführt. Bleib dir selbst treu. Ja? Sei wie du bist. Sei frech, wild und wunderbar. Aber bleib so, ja? Hier kommt ein Neuanfang in euer Leben. Wünscht euch das. Sexuelle Vereinigung als Unterkarte. Ja, das ist natürlich das i-Tüpfelchen, ne? Aber das muss schon passen. Ne? So sage ich das mal. Ich muss mir noch mal die holen. Ich möchte euch gerne noch was anderes dazu beziehen, weil ich die so süß finde. Hier kommt ein Neuanfang, ja? Hier kommt ein Neuanfang. So, und jetzt gucken wir mal, was für ein Krafttier euch, schamanische Krafttiere. Was für ein Krafttier wird euch begleiten? Was ist wichtig für euch? Was ist wichtig für euch während dieser magischen Zeit? Was ist wichtig für euch? Der Hase. Hoppel da mal. Überwindung der Angst, ja. Das glaube ich. Befreiung aus der Opferrolle, mutig und gescheit. Boden für Ideen und Vorbereiten, damit diese fruchtbar sein können. Projekte sollen entstehen. Hier soll was Neues entstehen. Ihr sollt aus der Angst rausgehen. Ihr sollt mutig sein und gescheit und nicht mehr in der Opferrolle. Euch nicht als Opfer sehen. Wünscht euch nur das. Wünscht euch nicht, das möchte ich nicht mehr, sondern wünscht euch genau das möchte ich. Und schaut da hoch, ja. Es kommen immer noch welche. Ja, und das ist eine fantastische Zeit jetzt noch. Und das solltet ihr nutzen. Wunder sollen in euer Leben kommen. Magie. Hier kommt Magie, ja. Und diese Magie, die dürft ihr mitnehmen. Und ihr dürft euch was ganz Großes wünschen. Ich drücke euch allen die Daumen, wünsche euch eine wundervolle Zeit. Und guckt in diesen Sternenhimmel, das werde ich jetzt auch nochmal tun. Ich habe schon ganz viel Sternschnuppen die letzten Tage gesehen. Und die kommen immer noch, ja. Und das ist wunderschön. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, liebe Grüße, Mona. Ciao.